Wir sind drei Schulsozialarbeiter. Eine Kollegin befindet sich in der Grundschule Hutten. Und wir sind hier vor Ort an der kooperativen Gesamtschule und sind hier zu zweit. Wir Schulsozialarbeiter sind für Eltern, Lehrer und Schüler da. Wir beraten in Einzelbetreuung, in Gruppenarbeiten. Wir sind in den Klassen drin, machen soziale Klassentraining. Wir machen kollegiale Fallberatung, gerade wenn Lehrer zu uns kommen und ein Problem haben. Wir machen Projekte, wir begleiten die von A bis Z. Wir machen auch AGs, und zwar einmal zum Beispiel Streitschlichter oder Bewerbungstraining für die etwas größeren Jugendlichen. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe, sprich den allgemeinen sozialen Dienst und eben noch der stetige Austausch mit der Netzwerkstelle bzw. unsere Netzwerkarbeit mit den verschiedenen Schulsozialarbeitern aus Halle. Die Schulsozialarbeit ist wichtig, weil zum einen die Lehrer dadurch entlastet werden. Die haben eben auch ihren Lehrplan, den sie durchführen, und leider auch nicht die Zeit, sich da um 20 oder 25 Schüler zu kümmern, und gerade dann in den sozialen Bereich. Ja. Die Schüler, die nutzen das halt auch sehr gerne, um einfach mal Dinge zu besprechen, zu klären, die sie vielleicht mit Freunden, mit Eltern oder mit Lehrern nicht besprechen können, weil der Rahmen einfach nicht da ist. Bei der Schülerberatung ist es wichtig, dass die Gespräche hier im Büro stattfinden, weil das natürlich auch anonymisiert ist, das Ganze. Das heißt, wenn die Kinder mir etwas erzählen, was nicht nach außen getragen werden soll, so wird das dann auch gemacht, und das ist eben das ganz Wichtige, das Schöne, was die Kinder eben, woran sie auch hängen. Und aus dem Grund kommen sie dann auch gerne immer wieder. Schulsozialarbeit ist für uns nicht mehr wegdenkbar, weil wir durch die verschiedenen Angebote und Beratungen eben als Instanz in der Schule gut einer Kindeswohlgefährdung entgegenwirken können.